Ich habe mir was Neues überlegt. Und zwar werden wir heute einen kleinen Vorgeschmack sehen von dem, was ich eventuell vorhabe. Ich brauche da ein bisschen eure Meinung, weil es ist, glaube ich, noch nicht ganz durchdacht, aber vielleicht ist es ganz interessant. Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich diese Season keine Teambuildings mache, diese Season nicht, aber wir könnten noch was anderes machen, was auch mit der Weltarena zu tun hat. Und ich denke, ich werde mich tatsächlich mehr auf die Weltarena fokussieren in Zukunft. Ja, einfach mehr Guides Richtung Weltarena machen, anstatt Guides Richtung Dungeon. Ich gebe euch heute mal ein Beispiel, was wir machen könnten tatsächlich. Vielleicht habt ihr darauf Bock. Wir switchen mal rein. Und zwar habe ich mir was überlegt. Ja, man kann ja Kämpfe angucken in Summoner's War. Der Wahnsinn, ne? Wow! Und zwar ist es so eine ist es abgeschwächt? Also es geht in eine andere Richtung vom Teambuilding. Mein Teambuilding mache ich ja eher mehr oder weniger so, ich ruhne euch die Monster und eventuell baue ein kleines Team zusammen, zeige euch so ein bisschen, wie man damit spielt. Aber ich gehe nicht genau darauf ein. Ja, das ist so ein Ding, was mich immer gestört hat in den Teambuildings. Und wir könnten aber was anderes machen. Und zwar, wir schauen euch Kämpfe, also ich schaue mir Kämpfe von euch an. Und das ist ja hier eine super Funktion hier, eine Community. Oder ich kann euch als Favoriten hinzufügen irgendwie. Ne, jetzt hier zum Beispiel Zombie habe ich jetzt hier drin. Und so ein Kram. Ne, da könnte man euch natürlich hinzufügen. Und da kann man sich die Kämpfe anschauen, die ihr gemacht habt. Ne, das ist auch noch so ein Ding. Sprich, ihr müsst aktiv sein. Haha, ne, das ist beim Teambuilding eher weniger der Fall meistens gewesen. Und wir können ja mal ein Beispiel machen, wie ich es meine. Und dann brauche ich mal euer Feedback, ob ihr daran Interesse habt oder nicht. Ich weiß nicht, ob man daraus groß lernen kann. Das ist halt das Ding. Weil ich sehe eure Monster nicht. Ich kann nur Verbesserungstipps geben, was man hätte machen können. Beim Pick und Bann zum Beispiel. Was hätte ich gemacht? Hätte ich diese Monster überhaupt gepickt? Hätte ich sie nicht gepickt? Ne, oh, sowas halt. Und wir können ja mal ein Beispiel machen. Wir gehen jetzt mal auf einem Loweren. Das Ding ist, ich glaube, C3 ist schon zu hoch dafür, weil die C3-Leute wissen in der Regel, was sie machen. Das ist eher wieder so für Anfänger Weltarena. So F3, C1, C2 geht noch ganz klar. Alles darunter. Ne? Natürlich, ich sehe eure Monster nicht. Das ist so ein Problem dahinter, aber darauf sollte auch nicht der Fokus liegen, denn wir sehen ja jetzt hier zum Beispiel den Pick und Bann. Ne? Wir sehen jetzt hier den Pick, was gepickt wurde, und dann sehen wir, gegen was gepickt wurde und wie man das eventuell machen könnte und was man hätte besser machen können, wen er fokussiert hat, was er gemacht hat, etc. Und da kann man natürlich Hilfestellungen geben. Und ich dachte mir vielleicht, dass das eine interessante Idee wäre, um in der Weltarena euch ein bisschen mehr beizubringen im aktiven Sinne, so in der Praxis. Ne, nicht in der Theorie, sondern so mehr in der Praxis rein. Und vielleicht ist es interessant, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, wie man das machen könnte. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Kampf von Reaper Stream gegen Gott Saitama. Ne, den nehmen wir uns jetzt einfach mal vor. Er hat hier gemacht, also Kinky vom Gegner war der First Pick. Gut, dagegen kann man noch nicht so viel zu sagen. Würde ich gar nicht counterpicken. Du hast noch mehrere Optionen. Ja, man hat mehrere Optionen, wie man dagegen klarkommt. Entweder bleibst du einem Team treu oder du spielst dein Team. Das macht beispielsweise, macht das ganz gerne. Ich glaube, jetzt letztens hat das zumindest gemacht. Wo war das? Favoriten? Zombie macht das ganz gerne. Er bleibt sein Team prinzipiell treu, was er spielt. Ja, das sieht man hier. Egal, wie der Gegner pickt, mehr oder weniger. Das ist so ein Ding. Kann funktionieren, muss nicht immer funktionieren. Dann gibt es noch so Menschen, oder so ich zum Beispiel, der tut eher Counterpicken. Ich pick gegen. Ich habe so meine Standardpicks, meistens ist es Moor und dann gucke ich schon so ein bisschen. Ne, aber ich counterpicke. Er hat jetzt Moor und Chongpong. Es sieht mir eher danach aus, als ob er eher ein Team treu bleibt. Ja, mehr oder weniger. Ich weiß jetzt nicht, ob er, also einen anderen Kampf sehe ich jetzt. Ja, doch, hier hat er nochmal ein Team. Ja, er bleibt ein Team treu. Das sieht nach einer Cleave aus, die er spielt. Genau. Er spielt halt ein Team. So, er hat auf Kinky halt Moor Chongpong gepickt, was halt sein Team ist. Und er bleibt seinem Team die ganze Zeit treu. Und dagegen konnte der Gegner sehr gut picken. Ne, er hat dann seine Counterpicks gemacht. Ich weiß nicht, wie der Kampf ausgegangen ist, by the way. Er hat seine Counterpicks dann angefangen mit Douglas gegen Chongpong zum Beispiel, ne? Zu der Stelle war nur Chongpong zu sehen und Moor halt. Und Moor, naja, Douglas ist jetzt nicht der beste Moor-Counter, aber Chongpong-Counter. Dann hat er Savannah in Douglas reingepickt. Gut, vielleicht dachte der, gut, ich bann den einfach. Darauf hat dann er schon mit gegen Chongpong und Heygang, wie heißt der? Ja, dem Feuerpinsel-Dude halt, Yogong. Laika und Verde gepickt, was seine Picks sind, hart gegen die Windmonster, gegebenenfalls auch ein bisschen gegen das Feuermonster noch, ne, weil AOEs
Revenge von Laika, Revenge von Triple Ref werde. Davon bin ich sehr überzeugt, dass es ein Triple Ref werde ist. Und ein Douglas, sprich, er kriegt dreimal auf Orme so oder so. Safe. Mit Savannah und Chongpong. Sprich, diese zwei Monster wird er auch hundertprozentig nicht bannen. Dann hat er und Yogong, ne? Gegen diese drei Monster und diese drei Monster wird er safe nicht bannen. Das kann ich sagen. Drei. Das sind vier, aber egal. Drei. Ne? Und dann hat er Maximilian gepickt als Last Pick. Das würde ich zum Beispiel schon gar nicht machen. Ich würde Maximilian nicht so spät picken. Ich meine, ja, er hat seine Counter mit Juno, dies, das. Würde ich aber gar nicht so spät picken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der Gegner hat die Chance gehabt, gegen Chongpong, gegen Savannah und gegen Yogong zu picken schon. Und dann ist es kackegal, was der letzte Pick ist. Den wird er bannen. Und ich schwöre, er hat Maximilian gebannt. Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus. Wir gehen mal rein und schauen uns das Spektakel an. Aber ich bin mir sehr sicher, dass er Maximilian gebannt hat. Alles andere wäre dumm. Der Gegner, ne? Ja, weil er hat drei Counterpicks gegen fast sein ganzes Team. Und er bannt 100... Ja, was war das Safe? Douglas-Bann? Ja, ist, glaube ich, das Safeste, was du machen kannst. Okay, so. Wie erwartet hat er Maximilian gebannt. Und das ist das, was ich meinte. Maximilian so spät picken würde ich nicht. Ich würde Moore, ja, wenn Moore zu seinem fixen Team gehört oder zu diesem Art Team, die er jetzt spielt, würde ich Moore als First Pick nehmen. Wenn Moore weggepickt wird, würde ich Maximilian direkt picken. Der Nachteil noch an seinem Art Team ist, er ist sehr windlastig. Und Wind-AOE-lastige Monster wie jetzt Savannah und Chongpong haben sehr starke Counterpicks bekommen. Ne? Laika, Triple Ref Verde, Douglas. Da gibt es so viele Monster, die alleine gegen diese Monster ne, Probleme geben. Mir fehlt Ausweichpicks. Beispielsweise Poseidon würde mir fehlen. Weil wenn du jetzt einen Poseidon anstatt einen Chongpong oder so genommen hättest, ne, hättest du bessere Optionen gegen die Feuermonster. Eine Option, die ich noch persönlich eher noch nehmen würde, wäre Windrobo anstatt Savannah. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wir schauen mal rein, wie es gelaufen ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass er verloren hat. Das ist meine Prediction. Er wird verlieren, weil einfach zu viele Counterpicks dagegen sind. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Weil ich denke, dass schon allein Kinky es solo machen würde. Er hat halt einfach drei, vier Counterpicks gehabt. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht ist die Runenqualität auch mega bad. Kann auch sein. Aber ich bin mir sicher, dass der Kinky das schon solot. Da bin ich mir sehr sicher. Der Stun auf Laika war gut. Das muss ich sagen, der war big. Weil jetzt hast du free Damage auf ihn. Und sobald jetzt, also jetzt kann er Moore den Laika rausnehmen. Ja, jetzt kommt der Kinky dran, das war abzusehen und der Kinky solot das. Also wenn der das nicht solot, dann weiß ich auch nicht. Aber ich bin mir so sicher, dass der... Ja, das war schon ein Missplay. Ja, wobei, ja doch, also ich hätte eher die Revenge genommen als den Deathbreak, muss ich sagen. Ja. Ja, der Kinky wird das solo. Ja, oh, Savannah hat nochmal Bock, aber der wird solo. Also wenn der Kinky das nicht solot, ist das ein schlechter Kinky. Der Solo hat easy, ja. Und das ist das Ding. Und das ist das, was ich sagte. Zu viele Counterpicks in dieser Art Team. Das schafft er nicht. Oh, guter Stun. Oh, vielleicht, wenn die Stuns da sind. Ah. Ah. Oh. Oh, wird nochmal knapp. Ah, big. Big Stun. Okay, der Stun war gut. Der ist, oh, okay. Der Stun war hart. Der war gut. Okay, Schwein gehabt. Krass. Okay, das war not bad. Der Stun war lucky. Okay, gehen wir mal auf einen anderen Kampf. Hier haben wir ein anderes Setup. Hier haben wir wieder das Ding. Marsha First Pick ist ein normaler First Pick derzeit. Danach kam Riley Ragdoll, was sehr belastend ist. Und dann hat er, da sieht man den Gegner schon wieder, weil er ja immer dasselbe Team spielt. Er hat direkt wieder gecounterpickt, sobald er gesehen hat, aha, er geht sehr windlastig mit Savannah, dies, das, ne? Verde und Douglas waren seine letzten Picks. Das war, als Yogong und Savannah sichtbar war. Sprich, also das waren seine letzten beiden Counterpicks. Finde ich auch, würde ich nicht anders machen. Maximilian wird hier sehr wahrscheinlich wieder der Bann sein, weil das halt der ist halt der gefährlichste. Bei dem Team, den er noch spielt, ist nochmal wichtig zu wissen, wenn er outspeeded wird, hat er auch verloren. Vielleicht wird er auch Savannah oder Chongpong bannen. Das Ding ist nämlich, du hast zwei Deathbreaker mit Maximilian und Savannah. Ne, das ja. Du hast einen Attack-Buffer mit Yogong. Das ist aber auch egal. Das ist der wird sehr selten gebannt. Da bin ich mir sehr sicher. Und zwei Control-Units mit Chongpong und Savannah. Und drei Stripper und ein Single-Strip. Okay. Schauen wir mal durch. Ist eine interessante Kombo, aber ich denke, dass sie immer noch sehr leicht auszukontern ist.
Außer man hat gescheite Runen und man hat noch ein bisschen mehr Ausweichpicks. So, jetzt kommen Ragdoll, die Stars. Er bleibt seinem Team treu. Das ist ja auch vollkommen okay. Maximilian wird Bann sein. Nee, Yogong. Oh, wow. Okay, genau das Gegenteil aufgetreten, was ich gesagt habe. Yogong Bann. Damit wäre ich, hätte ich nicht gemacht. Yogong, ich wüsste nicht warum. Er ist zwar der schnellste Stripper. Also, ne, man sieht, es ist obvious, dass das der schnellste ist, aber er ist mehr oder weniger nur, ne, nicht mal Stripper. Er strippt ja gar nicht. Doch, er strippt. Doch, natürlich strippt er mit dem dritten. Doch. Nee. Finde ich mit der schwächste Bann. Ja, wie gesagt, der große Nachteil, denke ich, sind die Counter-Units bei diesem Team und wenn du zu schlechte Runen hast. Ich denke, das ist das. Wenn du outspeedest, wird es auch scheiße. Glancing hat gelandet auf Marsha Big. Das ist schon mal ein großes Ding auf jeden Fall. Rector, sie clans jetzt. Ah, die hat den Deathbreak nicht geclanced. Das ist gut für dich auf jeden Fall, weil der Rector jetzt wahrscheinlich... Oh, okay. Fein, ja. Dachte ich mir. Und jetzt pusht sie die Bar natürlich wieder. Jetzt kommen die alle wieder vor dir dran. Oder vor Maximilian zumindest dran. Die haben alle Wille. Der Schaden reicht nicht aus vor Maximilian. Aber darauf liegt da wahrscheinlich auch nicht der Schaden. Also ich glaube nicht, dass der Schaden darauf liegt, sondern mehr, dass es in der Control liegt. Denke ich. Bei dem Team. Würde ich schätzen. Also für mich ist es eher ein Control-Team, ja. Ja, da war wieder das Ding. Ja gut, das war Ragdoll. Ragdoll ist Free G1 mindestens. Ja, guck mal hier. Hier haben wir keine Counterpicks vom Gegner. Außer vielleicht ein bisschen die Molly. Und der Ching Chan inzwischen. Ja. Okay, wir schauen mal hier rein. Hier muss ich ganz ehrlich, weil wüsste ich nicht, was du bannst. Vielleicht Ching Chan würde ich schätzen. Oder Molly. Weil der ist jetzt sehr auf Bruiser gegangen, ne? Der ist sehr hart auf Bruiser gegangen. Er wird wahrscheinlich... Also ich würde Yogong nicht bannen. Ich würde... Genau, Maximilian wäre einer meiner Bans oder einer der Control Units wie Chongpong oder Savannah. Das wäre so einer meiner Hauptbans. Wen hast du gebannt? Molly hast... Wen hast du gebannt? Pontos? Boah, Pontos verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und das liegt an zwei Gründen. Erstens... Warum? Das ist kein Grund, aber egal. Warum Pontos? Du hast drei Stripper. Chongpong? Gut, Chongpong ist nicht der solideste Stripper. Du hast Yogong und Moor. Und ein Single-Strip. Hätte ich nicht gebannt. Pontos hätte ich nicht gebannt. Ich hätte einen von Ching Che oder Molly gebannt, weil das die Counter-Units sind gegen dich. Ja, er hat dann sehr viel Unbesiegbarkeit durch die Shizuka. Oder Shizuka wäre noch eine Option gewesen, um halt diese Buffs, diese kontinuierlichen Buffs zu umgehen. Ja, aber ich glaube, Pontos war nicht der beste Bann. Und sie speedet dich jetzt aus. Das ist das erste Mal, dass wir, glaube ich, sehen, dass jemand dich outspeedet. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, sie geht auf den Damage, ja. Oh, okay, du machst nicht den Reset, du gehst erst auf den Strip, das ist fine. Jetzt kommt aber die Shizuka. Ah, okay, das ist gut getuned auf jeden Fall, das sehe ich. Shizuka hat es nicht erwischt. Genau, das hätte ich auch nicht gemacht. Ich glaube, jetzt fehlt der Schaden. Jetzt hast du ein Problem. Jetzt hast du ein Problem. Ja, jetzt fehlt nämlich der Schaden. Und das ist das Ding. Du hast Shizuka nicht resettet bekommen. Ich glaube, das war dein Plan. Der Gedanke war gut, auf alle Fälle, aber es hat nicht gereicht. Deswegen wäre ich bei Savannah. Savannah, das ist ein bisschen doof gewesen. Savannah war nach Yogong dran. Warte mal, das muss ich mir nochmal kurz angucken. Savannah, okay, du hast verloren, das haben wir jetzt gesehen, aber okay, war abzusehen. Aber, warte mal, wo war das? Ich hoffe, das ist nicht weg, weil da, ich muss, oh mein Gott. Hier war das, ne? Genau, du hast Pontos. Pontos hätte ich, wie gesagt, nicht gebannt. Ich hätte entweder Shizuka oder, ja, Molly vielleicht nicht noch Dings gebannt, den Affen. So, warte mal. Ich glaube, die Reihenfolge war hier ein bisschen problematisch. Bei dir ist, wer an, also sie kam dran, das ist okay. Savannah ist schneller, ne? Ah, weil sie auf Nemesis ist. Ah, nicht gut. Nee, gar nicht gut. Genau aus diesen Gründen ist eine Savannah nicht gut als auf Nemesis. Das hat dir die ganze Order durcheinander gebracht. Die komplette Turn-Order. Ich kann mir den Hintergrundgedanken eventuell vorstellen, dass du dadurch mehr Züge möchtest. Würde ich nicht machen. Bau sie, wenn dann, meinetwegen auf ACC oder so. Wenn du nicht auf Wille kriegst, dann bau sie auf ACC oder so. Aber ich würde es nicht, genau aus diesen Gründen. Das hat dir die ganze Order durcheinander gebracht. Wäre, ich schätze, Yogong wäre schneller gewesen. Du hättest strippen können. Dann wäre vielleicht Savannah oder, also am besten wäre dann, wenn Savannah drankommt. Weil du kannst schon mal den Pushback landen. Und dann hat Chongpong die höhere Chance zu resetten. Und dadurch wäre das gar nicht entstanden. Dann wäre nämlich erstens das nicht entstanden, dass der Angriff komplett ins Leere geht. Und das zweite ist, dass du hundertprozentig hättest du den Reset getroffen mit Savannah dann, ne? Wenn jetzt erst Savannah dran gekommen wäre,
zu diesem Augenblick, wo du den Strip gelandet hast, den Pushback machen konntest und jetzt Chongpong mit dem dritten. Damit hättest du hundertprozentig die Chizuka getroffen. Mit dem Reset. Und dann wäre... Moment. Das hier nicht passiert. Ich meine, ja, du hast jetzt noch einen Strip mit dem Moor, aber es gehen sehr viele Angriffe jetzt ins Leere. Erstens, du kannst keine Scroll machen. Zweitens, du kannst keinen Pushback machen. Drittens, du bist jetzt auf den Strip von Chongpong angewiesen, weil du da mal drankommst. Jetzt. Guter Strip, der Strip war gut. Aber okay. Ne? So, zack, zack, zack. Er hat sogar sehr schlecht gesucht. Oh, der ist auf, aber gut Damage. Das muss ich sagen, der Schaden ist nicht schlecht. Rolle auf Molly, das ist fein, hätte ich auch gemacht. Ja, der Affe ist, der Affe wird dich zerstören. Deswegen hätte ich Pontos. Pontos ist natürlich auch mal ein Ding mit dem Silence, ne? Ja, das schon, aber... Das ist dasselbe Prinzip. Hättest du ihn resettet, wäre wieder gut gewesen. Und das ist das Ding. Ja, das ist das Ding. Ja. Das hatte ich halt... Ich würde sagen, das ist der Loose gewesen. Die Nemesis... Nemesis Savannah. Ja. Oh, Big Stunks vom Monkey. Ja, wir haben ja gesehen, dass es ein Loose ist. Ja. Was auch ein bisschen problematisch war, also... Du musstest halt den Reset landen. Mehrmals. Am besten. Das ist ein Guardian-Spieler. Aber das hättest du gewinnen können. Bin ich mir sehr sicher. Wäre die Savannah nicht auf Nemesis gewesen? Ich denke, das reicht, um es zu erklären, wie es funktionieren kann, sowas halt. Hättet ihr auf sowas Interesse? Hättet ihr da Interesse? Meint ihr, ihr könnt davon so ein bisschen was mitnehmen, so auf eurem Weg in der Weltarena? Wie gesagt, ich sehe eure Runen nicht. Ich bin nicht aktiv am Spielen, sondern mehr so der Backcoach, kann man sagen. Und ich würde halt so 5 Kämpfe angucken. Unterschiedliche, ne? Dass man so unterschiedliche Varianten sieht. Ja, da es gibt natürlich Leute, die counterpicken. Es gibt Leute, die ein fixes Team spielen, wie wir jetzt gesehen haben. Da werden wir ein paar Unterschiede sehen. Und dann kann ich ein bisschen mehr gucken. Ja, ich hätte den und den gebannt, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Ne? Mit dem Pontos zum Beispiel. Ich hätte Pontos eher gebannt oder Shizuka gebannt. Oder eventuell sogar den Monkey gebannt. Nicht Pontos gebannt, sondern Shizuka oder Monkey gebannt. Und das zum Beispiel, jetzt habe ich gesehen, die Savannah ist auf Nemesis, die hat dir deine ganze Order durcheinander gebracht, was nicht gut ist. Ja, das wäre zum Beispiel so ein kleiner Tipp. Und die Ausweichpicks wären noch ein bisschen besser in der Art des Teams. Sowas halt. Habt ihr darauf Bock? Könnt ihr daraus was lernen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, weil das könnte man gut machen, denke ich. Ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.